Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin uns heute der Weg führt? Nach Segnitz und Markt Breit. Markt. Wo liegt das? Das klingt nach Geld und Handel. Das liegt im heutigen Kreis Kitzingen, hier rot markiert, im grünen Frankenland, ein Teil Bayerns. Hier sehen wir einen Umriss mit Details des Kreises. Der Main als wichtigsten Fluss. Und hier liegt auch Segnitz, unser erstes Ziel. Also zu Wasser. Nein, nein, wir haben da eine Fluglinie. Ganz tolle Sache, Großraum, Luxus. Hier sehen wir auch schon. Da ist Segnitz. Da sind doch auch Schiffe. Ja, das sehen aus wie, das sind Treidelschiffe, Ulmer Schachteln. Und jetzt gehen wir hier gleich am Hafenpier runter. Danke. Also an der Landung müssen wir noch arbeiten. Ja, das ist ja. Wir sind da. Hier, schau mal. Das Käsenbrothaus. Heißt, naja, der Hans Käsenbrot, der wohnte ab 1575 hier in Segnitz, war 2 Jahre später auch Bürgermeister und sehr beliebt bei den Ortsherren, den Markgrafen von Ansbach, Brandenburg. Da hat er auch das Rathaus neu gebaut. Der war Baumeister, Steinmetz, Fechtmeister, verstand sich auch gut, war es auch so Politiker, kann man sagen. Hier am Rathaus das Wappen, das sagt viel. Links Markgrafen zu Ansbach, Brandenburg, Orts- und Oberherrn. Rechts die Zobel von Giebelstadt, das waren die lokalen Herren. Und unten der Löwe, der da ein Schwert hält, das ist der Meister Käsenbrot. Der ist mit den oberen Adligen? Ja, dann konnte er echt gut. Allerdings. So, hier treffen wir auch Meister Zacharias. Wie geht es? Sehr gut, Herr Bertram. Wie ich sehe, ihr seid auf Reisen. Naja, man muss mal ein bisschen neue Beziehungen anknüpfen. Dann seid ihr hier genau richtig. Schaut, der Ort selbst, der kam relativ schnell an die Markgrafen von Ansbach Brandenburg, wurde dann stark befestigt. 30-jähriger Krieg und später haben Teile der Ortsbefestigung untergehen lassen. Aber die Kirche, die Martinskirche, die stammt aus dem 13. Jahrhundert, also der romanischen Bauperiode. Eine Kirchenburg übrigens. Kirchenburg. Kirchenburg. Wartet, ich zeig's euch. Natürlich jetzt, Teile sind abgetragen, der Kirchhof ausgeräumt, aber seht hier, das ist doch von der Stadtbefestigung. Nein, nein. Das war ein eigenständiger, fester Kirchhof mit Wehrtürmen, Wehrgang, Toranlage. Und daran schloss die Stadt- oder Ortsbefestigung an. Es war niemals eine Stadt. Seht hier am Kirchturm, da haben wir noch romanisches Rundbogenfries. Der Turm ist alt, auch verschiedentlich um- oder aufgestockt worden. Man sieht die unterschiedlichen Mauersteinverbände. Ein wenig Schießscharten sind noch zu sehen. Auch eine alte Inschrift gibt es. 1522, das war so in der Blütezeit. Also hier sind ja zwei große Interessengruppen, die da so aufeinandertreffen. Doch davon berichte ich euch gleich ein wenig mehr. Die Kirche selbst wurde dann in der gotischen Zeit, also im 15., 16. Jahrhundert umgebaut. Hier sehen wir nochmal die alten romanischen Teile. Seht das Rundbogenfries mit den Kerbmustern. Das ist echte alte Steinmetzkunst. So, und an der Kirche selbst, da sehen wir eben auch romanische Flachreliefköpfe oder eine Kleeblattscharte. Da hat man auch aus dem Kirchturm herausgeschossen. Richtig. Schaut hier. Kirchenburgrenovierung, ja, unterstützt durch die Messnerin. Lisbeth Bauer soll auch mal genannt werden, weil das wird hier hochgehalten, Tradition. Und Kirchenburg, das ist hier ein stehender Begriff in Franken. Das gibt es übrigens auch bei euch. Seht euch doch nur mal in eurem Enzkreis um. Aber später mehr. Schaut hier die hohen Wehrmauern. Der innere hölzerne Wehrgang, der oben aufsaß, ist natürlich abgetragen. Da waren dann oben die Schießscharten drauf, die Ecktürme. Obere Eingänge noch vorhanden, Spitzen abgetragen.
Das läuft hier noch zu drei Vierteln rundum. Das war eine stark befestigte Anlage. Hier, Kirchenburg, die gab's auch hier. Nicht, wie es in einigen Fachkreisen heißt, nur in Frankreich oder im Osten. Nein, seht die Tatsachen, ihr steht hier. Der alte Eingang, da lief dann innen der Wehrgang um den Turm herum oder ein Eckturm quadratischen Grundrisses. So, mit einem kleinen abschließenden Blick gehen wir jetzt auf die andere Seite des Mains. Das heißt, wir fliegen nicht. Nein, wir nehmen einen Nachen nach Marktbreit. Das ist ein, ich erkläre es euch kurz, das Fürstbistum Würzburg hatte hier große Besitzungen und Einfluss. Und einer der stärksten Kontrahenten, das war so im 13. bis 17. Jahrhundert, das Markgrafentum von Ansbach-Brandenburg. Und da hat es ordentlich gekracht. Es gab auch starke lokale Adlige. Ich will dann gleich die Herren von Schwarzburg kennen. Jetzt gehen wir aber mal ein bisschen mit dem Nachen. Träumerisch, dieser Nebel. Ja gut, schöner als der Flug. Der Flug war gut. Ja, jetzt sind wir auch gleich. Ihr seid sicher, dass der Fluss sicher ist? Der ist sicher. Habt da kein Gedenken. Naja, ich meine nur, weil es gibt manchmal im Nebel merkwürdige Erscheinungen, aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Seht, schon sind wir am Ufer. Und hier liegt auch Marktbreit. Da hat's ja auch Schiffe und Kräne. Ja, Marktbreit, das war jetzt eine etwas größere Ansiedlung. Schwer befestigt auch im 16. Jahrhundert. Hier ein Kran, auch wieder diese Treidelschiffe. Außerhalb ein Friedhof, der wurde im 16. Jahrhundert angelegt. Da liegt der gesamte Ortsadel, kann man sagen, begraben. War auch fest ausgebaut. Das war wohl hier nötig. Oh ja. Man hat gehandelt, man hat sich wegen Zollrechten und Handelsrechten bekriegt. Aber hier seht, eine ganze Galerie herrlicher Epitaphien. So, jetzt sehen wir hier den schwarzen Turm direkt am Rathaus, verbunden mit dem Maintor. Schwer befestigt, wie gesagt, ab dem 15. Jahrhundert wurde das ausgebaut. Der Ort glich einer Stadt. Stadt war es erst ab 1810 mit den Stadtrechten. Das war aber schon jenseits der Zeit der Markgrafen und der Herrn von Schwarzenberg. Doch seht hier, Schießscharten, schwere Türme. In der Zeit der Renaissance, also im 16. Jahrhundert, wurden die Tore erneuert, verstärkt. Das Diamantmuster, die Diamantsteine in der Außenseite. Dreifache Toranlage einst, die Flügel natürlich entfernt. Schießscharten im Inneren. Für Feuerwaffen schwere Hackenbüchsen oder auch die Armbrust. Hier nun von der Stadtseite, Fachwerk herrscht vor. Es haben sich Teile der Befestigung erhalten. Die Mauern hoch oder weniger hoch, die Türme teils zu Wohntürmen umgebaut, aber noch mit Schießscharten, der einst umlaufende Graben natürlich verfüllt. Es war so in der Zeit des 20. Jahrhunderts, als dieser Zweite Weltkrieg war, da gab es auch hier schwere Bombardierungen. Also viele der Gebäude sind restauriert, aber mit wesentlichen Originalteilen. Alte Inschriften zum Beispiel, hier vom 16. Jahrhundert, künden von Begebenheiten. Dann hier das Wappen, am Rathaus natürlich. Und der Main, der führt natürlich auch kräftig Hochwasser. Hier sehen wir einige der Marken. Nicht übel, das hat auch viel zerstört. Vor allen Dingen auch das Eis, wenn es im Frühjahr taute. Hier Handelshäuser. Marktbreit war reich und unter den Fürsten zu Schwarzenberg wurde es noch reicher. Hier haben wir das Seinsheimsche Schloss. 15. Jahrhundert, da waren ja diese Herren hier vorherrschend. Aber auch sehr schön. Das Nebengebäude. Man lebte nicht schlecht, denn der Main als Haupthandelsweg, das war Zoll, das war Reichtum. Und hier wurden auch Waren umgeschlagen. Hier eine Inschrift von 1476, richtig. Und hier haben wir nun die lutherische Kirche im Vordergrund. Und im Hintergrund, da haben wir
Die originale Kirche, die alte Kirche, die stammt auch aus der romanischen Zeit. Wurde dann erneuert in der Gotik, 14. bis 16. Jahrhundert. Und hier lesen wir, das war auch eine Kirchenburg. Richtig. Also, gewöhnt euch dran. Das ist auch bei uns hier eine Tatsache. Ich möchte es nur mal deutlich sagen. Schauen wir uns die Kirche mal an. Natürlich die Wehrmauern abgetragen, der Kirchhof aufgelöst. Doch am Langhaus mehrere Epitaphien, also Grabsteine ohne Grab. Und hier, da sehen wir, wie viel Korn gekostet hat oder Wein in diesen Zeiten. Das ist auch interessant. Alles irgendwo eingeschrieben. Der Brunnen auch sehr herrlich, barock erneuert. Die Inschrift über der Tür. Man hat natürlich die Kirche mehrfach wieder restauriert, auch in früheren Zeiten. Grabsteine auch hier der Edlen und Reichen. Seht euch um, es lohnt sich. Doch jetzt wollen wir uns noch eine kleine Szene ansehen. Ich erwähnte ja vorhin, der Ickbach, der mündet hier in den Main. Ickbach, richtig. Das sieht so aus. Das ist ja fast wie in Venedig. Natürlich. Und beachtet vor allen Dingen auf der linken Seite die renovierten, aber nicht mehr in Benutzung befindlichen Toilettenanlagen. Ganz praktisch mit Wasserspülung. So, in den Main mündend. Hier haben wir eins der Lagerhäuser im 18. Jahrhundert neu erbaut. Was ist das denn? Das ist ein Eisbug oder Eisabweiser. Gewaltig waren die Eisschollen. Das waren nicht so kleine, faustgroße. Nein, die wogen mehrere Tonnen. Und wenn dann Hochwasser herrschte, dann konnte das Gebäude zertrümmern. Deswegen hat man dann, als man sich's leisten konnte, diese Eisabweiser vorn angesetzt. Und noch heute, das ist jetzt kommunalen Zwecken zugeführt, sehen wir das. Hier sehen wir den Kran. Den kenne ich doch aus Heidelberg. Nein, nein, das haben wir Heidelberg geliehen. Rücken wir es zurecht. Auch hier mit Eisbug. Das ist ja dann doch schon eine Angelegenheit. Wie sieht denn das innen aus? Naja, schauen wir doch mal rein. Ein Tretradkran, angetrieben durch. Durch Manpower. Hier, das war ein Knochenjob, kann ich euch sagen. Man machte es auch nicht lange. Aber über so eine kleine Winde und Übersetzungsgetriebe, es waren aber doch schon Tonnen, die bewegt wurden. Ja, und hier finden wir auch das Wappen der Fürsten zu Schwarzenberg. Das gefällt mir sehr gut. Seht nur rechts unten, da ist ein Vogel, der einem Mann ein Auge aushackt. Ja, das ist ein herrliches Wappen, nicht? Entschuldigt, mir gefällt es eben. So, mit einem kleinen Blick auf den Kran, Original 18. Jahrhundert, Neubau, sind wir auch schon am Ende dieser Geschichte angelangt. Einen kleinen Hinweis wollen wir noch geben. Dies war jetzt ein Beitrag der Serie 3. Mittlerweile haben wir noch einige andere. Schaut doch mal rein, was interessiert. Aber, wie sagt ihr immer so schön, Meister Bertram? Diese Geschichte hat damit ihren Abgang gefunden. Wir sehen uns. Danke.